Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich will heute mal da hinten aus dieser Bohle etwas sehr, sehr Schönes bauen. Und zwar wird das ein kleines Gestell für eine Pflanze. Und wie ich das Ganze baue, werde ich dir in dem heutigen Video zeigen. Dazu habe ich mir eine ganz, ganz einfache Skizze gemacht, wie das Ganze aussehen soll. Hier liegt auch schon das Holz vor mir und das müssen wir jetzt als erstes ein bisschen zuschneiden, ein bisschen hobeln und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Also jetzt geht es mit dem Zuschnitt los. Die Teile für das Grundgestell sind jetzt schon mal fertig. Die müssen wir natürlich gleich noch ein bisschen weiter bearbeiten. Da werde ich dir aber ein bisschen genauer zeigen, wie ich das vor allen Dingen mache. Ich habe jetzt schon mal festgestellt, dass die Kombination zwischen Abrichte und separaten Dinkenhobelmaschine total genial ist. Das ist ein richtig tolles Arbeiten, wenn man einfach an die separate Maschine gehen kann, um dann das fertige Maß auf Dicke zu hobeln. Ich habe noch dieses Mal so ein bisschen das Leben einfacher gemacht, speziell beim Zusammenbau, damit ich die Teile halt eben nicht verdrehe. Und deswegen habe ich sie halt dieses Mal alle auf ein quadratisches Maß von 4 cm runtergehobelt. Das hier sind so die Querverbinder, damit wir das Ganze auch schön miteinander verbinden können. Und die habe ich so in der Länge gewählt, dass sie alle das gleiche Maß haben. Das ergibt später eine schöne kompakte Größe und vor allen Dingen auch vom Ablauf von gleich den Fräsungen ist das halt einfach ein gutes Stück einfacher. Hier werden wir jetzt als erstes mal überall die Langlöcher reinfräsen. Da werde ich mir jetzt ein Stück markieren und dann werden wir alle einmal fix durchbohren. Hier habe ich mal einmal die Mitte vom Kantholz markiert und hier diese äußeren Striche sind für die Breite vom Langlochbohrer. Das kann ich dann gleich an der Maschine ausrichten. Das ist ein 12er Fräser, der kommt jetzt als erstes raus. Da habe ich mir so ein kleines Drehteil hergestellt. Mit dem kann ich halt eben perfekt die Mitte anpeilen. Hier könnt ihr jetzt gut erkennen, das Ganze ein klein bisschen. So, das Ganze ist jetzt mittig eingestellt. Als nächstes kann ich hier meinen Mittefinder wieder ausspannen. Dann kommt jetzt hier mein 12er Langlochbohrer rein. Jetzt muss ich noch die Tiefe einstellen. Dann habe ich hier einen Anschlag, den kann ich auch einmal festmachen. Als nächstes kann ich die Seite positionieren. So, dann kommt hier der Anschlag noch passend drüber. Und jetzt können wir mal die erste Testfräsung machen. Und so sieht unser gefrästes bzw. gebohrtes Loch jetzt halt eben aus. Das auf beiden Seiten. Das kann ich halt eben jetzt bei allen Stücken machen.
Hier seht ihr jetzt auch schon das Gegenstück von hier diesen Verbindern. So kommt das ja später zusammen. Und da muss ich mir jetzt noch ein paar Holzstücke zuschneiden passend, damit ich die mal trocken zusammenstecken kann und schauen kann, ob das von den Abständen hier auch okay ist. Deswegen werde ich jetzt hier als erstes, bevor ich die anderen anfräse, hier diese Teile erstmal herstellen. Die Seitenteile sind jetzt auch gebohrt. Ich werde das Ganze jetzt mal probehalber zusammenbauen. Dann schauen wir uns das mal an. Zusammengesteckt ist das Ganze jetzt. Verleimt ist es noch nicht, aber es ist schon super, super stabil. Das ist schon mal das Schöne. Es ist aber nicht perfekt. Und zwar liegt das halt eben daran, dass ich diese beiden Teile auf derselben Seite gebohrt habe. Das bedeutet, wenn ich in der Mitte so ein bisschen Versatz habe, was die Höhe vom Fräser angeht, dann ist das Ganze quasi so jetzt verbunden. Das kann man hier so ein bisschen merken. Hier ist es echt gut. Und hier haben wir einen minimalen Versatz. Die Rechtwinkligkeit ist weiterhin gegeben. Und wenn ich später alles zusammenbauen werde, ist das hier vollkommen okay. Aber man sieht es halt, und das kann man später noch ein bisschen vertuschen. Das werde ich aber später machen. Jetzt werde ich erst die anderen Teile noch bohren, damit wir es mal trocken zusammenstecken können. Immer schön probieren, ob das Ganze auch passt. Normalerweise wird man sowas ja mit einer Festool-Domino machen. Das Teil hat natürlich auch so seinen Charme, also damit wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Aber dafür war das hier viel, viel günstiger. Jetzt müssen wir nur noch hier in der Mitte die Langlöcher fräsen und dann kann ich euch den Trick zeigen, wie man hier diese Absätze, Versätze irgendwie so fast unsichtbar macht. Und so schnell kann es gehen. Einmal ein stabiler Rahmen. Wie gesagt, der ist noch nicht verleimt. Ich bin das so abgefahren. Ich benutze die Maschine jetzt auch eigentlich das zweite Mal für ein richtiges Projekt. Also ich bin total happy mit diesem Teil. Und jetzt kommen wir zu dem Trick, den ich euch eben schon verraten habe. Aber dafür werde ich jetzt erst einmal alles schleifen und dann kommen wir zu diesem eigentlichen Trick. Der Trick besteht jetzt darin, dass ich diese ganzen Teile anfasen werde. Ich werde jetzt als erstes die ganzen Längsseiten fasen. Normalerweise würde ich hier nur mit einem kleinen Handhobel die Fasen bzw. die Ecken brechen. Aber hier werde ich diesmal die Oberfräse nehmen, weil ich halt eben eine größere Phase anarbeiten werde, damit wir halt eben diesen Versatz nicht mehr so wirklich sehen werden. Die Längsseiten hier werde ich mit der Oberfräse machen und die Stirnseiten am Tellerschleifer. Also jetzt als erstes die ganzen Längsseiten. Hier noch ein kleiner Tipp, legt einfach die ganzen Kanteln nebeneinander, da habt ihr eine größere Auflagefläche mit eurer Oberfräse. An meinem Tellerschleifer angekommen, seht ihr jetzt hier einmal diese Führungsleiste. Da kann ich gleich einfach mein Holz dagegen halten und kann dann alle Seiten jeweils schleifen. Jetzt kommt die Verbindung der beiden Rahmenteile und ich gebe hier einfach Holzleim in die Löcher rein, verstreiche das dann innen drin so ein bisschen und das müsste eigentlich
vollkommen ausreichend sein. Das Schöne ist halt hier, dadurch, dass wir diese Rundung haben, haben wir halt sehr viel Platz für den überschüssigen Leim. Da muss man da nicht so viel, nicht so gut drauf achten und kann einfach ein bisschen mehr reinpacken. Ein Nachteil gegenüber der Festool Domino hat das Ganze natürlich. Hier muss ich jedes Stück seitlich ausrichten, weil ich halt links und rechts, ach Scheiße, weil ich halt eben links und rechts ein bisschen mehr Luft gelassen habe. So ist es dann ein bisschen einfacher, die Langlochbohrmaschine einzustellen. Da muss ich das aber gleich halt eben im Auge behalten. Ist halt eben so. So, jetzt diesen Rahmen hier schnell draufpacken. Die Idee war halt eben jetzt, dass ich das hier auf die Werkbank stelle und dann erst alles festspanne, damit alles auch schön rechtwinklig ist und bündig ist vor allen Dingen. Das ist übrigens das, was ich meine. Das muss ich jetzt bündig schlagen. Kleiner Tipp mit den Rohrzwingen, kann man das in 90 Grad reindrücken. Passt hier so nicht ganz, dann könnt ihr halt einfach das Ganze schräg anlegen. Und jetzt ist das hier schon mal perfekt. Das Ganze ist auf jeden Fall jetzt mal verleimt und überall sitzen die Zwingen. Und ich habe ja eben das Ganze so ein bisschen bearbeitet, dass man die Versätze nicht so wirklich sieht. Hier könnt ihr das jetzt sehen, alles schön 45 Grad. Und einen Versatz kann man hier nicht mehr erkennen. Das Gestell konnte jetzt trocknen und es ist soweit jetzt mal fertig. Als nächstes können wir mit dem eigentlichen Blumenkorb weitermachen. Und als Kontrastholz habe ich mich jetzt hier für Eschenholz entschieden. Da habe ich einfach noch hier diese paar Reststücke. Deswegen benutze ich Eschenholz. Eiche und Esche ist eh eine tolle Kombination, wie ich finde. Deswegen werden wir auch dieses Holz hier jetzt erstmal herrichten. Teile sind jetzt schon mal fertig gehobelt, geschliffen und so weiter und so fort. Jetzt können wir uns um den Falz kümmern und da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar fräst ihr am besten den Falz, wenn ihr das Ganze hinten auf Stoß miteinander verbinden wollt, mit einer Tiefe. Das bedeutet, dass er nicht den Falz zum Beispiel 8 mm tief macht und hier oben das nur 5 mm. Fräst das am besten alles in einem Durchgang, also in einer Tiefe, weil dann habt ihr hinten halt eben nicht hier so diese bekannte Lücke, wie man es öfters bei vielen Projekten schon gesehen hat. Wir fräsen das Ganze mal und dann wird es wahrscheinlich klarer, wenn man es sieht. Unser Möbel ist jetzt fertig geschliffen. Es ist zwar noch nicht richtig montiert, aber wir können uns jetzt als mal um die Oberfläche kümmern. Ich benutze hierfür mein eigenes Finish. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da kann ich mir jetzt einfach den Lappen hier holen und kann das Ganze einreiben. Ich habe hier diese Ungenauigkeiten. Das Schöne ist halt eben, dass der Wachsanteil in dem Finish diese Lücken hier ausfüllt und man das schon gar nicht mehr so richtig dann wahrnimmt. Das ist der Riesenvorteil gegenüber einem reinen Ölfinish. Thank you.
Freundin hat, oder? Jo, ist für die Freundin, jo. Ja, kommt doch lassen wir. Ja. Das war eigentlich gar nicht geplant, ne? Ja. Und das alles nicht so einfach mit uns. Ja. Überfordert und wir haben schon Ahnung. Ja, ja. So, das Projekt ist fertig. Ich bin wirklich mega happy. Die beiden Pflanzen hier drin sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Wenn ihr das Ganze zu Hause nachbaut, wird sie es vielleicht auch anbieten, wenn ihr vielleicht zwei davon bauen möchtet, dass ihr eins ein bisschen kürzer macht und das andere ein bisschen größer in die andere Richtung. Da habt ihr eine schöne Kombination zwischen den beiden Varianten. Also mir gefällt das Design hier wirklich total gut und ich denke, das wird ganz schick im Wohnzimmer aussehen. Wenn du weitere Videos sehen willst, dann würde ich dir dieses Video empfehlen. Und wenn du eine coole, verrückte Maschine sehen willst, dann würde ich dir das untere Video sehen. Das ist auch die Hobelmaschine, die ich in dem heutigen Video benutzt habe. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. Alter, das war ein Endem Durchgang. Lecco mio.